Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. Und ist euch mal aufgefallen, dass ich voll oft Folgen anfange, wenn gerade die Sonne untergeht? Das ist echt der Wahnsinn. Das bedeutet mal wieder direkt ins Bettchen. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, die Rüstung verzaubert und die Hängebrücke gebaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, das ist schon wieder ein paar Tage her. Aber wir machen ja heute nicht nochmal die letzte Folge, sondern wir machen ja eine neue Folge. Und zwar gehen wir heute in die Hölle. Und ich habe mich da übrigens schon ein bisschen ausgerüstet. Vielleicht hole ich mir noch ein paar Pfeile tatsächlich. Ich gucke mal, ob ich noch was habe. Ist hier schon wieder so einer? Oder ist das... Ach, das ist insane. Warte, hat der was Gutes? Nö. Ich habe mir letztens bei dem, der hier war, noch wie nennt man diese Dinge hier nochmal, diese Ranken gekauft. Wie oft ist das der Wahnsinn? Naja, auf jeden Fall. Ja, wir wollen heute in die Hölle gehen und eine Nether-Festung finden. Ich glaube, ich weiß, wo eine ist, aber kann auch sein, dass ich mich da falsch umgeguckt habe. Ich habe ja schon mal ganz viel Quarz gefarmt. Und da habe ich, glaube ich, welche gefunden. Und weil es hier leider nicht finden, sind gerade Pfeile. Oder habe ich hier noch Pfeile? Ne, okay, gut. Dann müssen 64 mal ausreichen. Denn in der Nether-Festung gibt es einen Haufen coole Sachen und die wollen wir uns alle mal holen. Und was wir auch brauchen, sind die Wither-Skeleton-Köpfe, also die schwarzen Skelett-Köpfe. Wieso ist denn hier unten... Eieiei. Okay. Ich laufe einfach mal weiter. Ich stelle keine Fragen mehr. Nee, wir wollen heute auf jeden Fall die Festung ein bisschen looten. Und dann in der nächsten Folge hoffentlich einen Wither-Kampf machen oder beziehungsweise den Wither-Killen. Ich glaube, ich nehme nochmal ein paar Steine mit, das kann auch nicht schaden. Und ich mache die mal nach unten, dann wissen wir mal, wie viele Pfeile wir haben. Und dann müssen wir jetzt erstmal dahin finden, was tatsächlich mit Shader ein bisschen schwierig ist. Aber ich glaube, das war hier irgendwo, weil ich bin nämlich hier oben hingegangen und habe halt Glowstone gefarmt und auch Quarz. Und ich glaube, da hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Ghast. Schießt er mich ab? Ja, war ja klar. Jetzt zeige ich euch mal mein insane Bow-Aim. Oh, war ja richtig gut. Pam. Nice. Droppt der vielleicht eine Träne? Ich glaube, da ist eine, aber ich glaube, oder? Mal gucken. Na, okay. Ist auch egal. Sind ja nicht so wichtig so. Nee, ich glaube, ich habe denn hier nämlich irgendwo eine gefunden, als ich hier nach Quarz gesucht habe. So, aber wo die war, muss ich jetzt mal überlegen. Also, ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr so eine suchen möchtet, einfach nur rumlaufen. Die sind super häufig tatsächlich. Und hier ist noch Quarz, das bedeutet, da war ich nicht. Ich glaube, das war hier irgendwo am Abhang. Ich kann hier noch runter, ja. Zack, zack, zack. Sieht man hier irgendwo Festung? Da ist Festung. Da ist die Festung, nice. Ne, also die sind, wie gesagt, super gut. Da gibt es super viele tolle Sachen und auch viele Sachen, die es halt nur in Nether-Festung gibt, wie eben zum Beispiel diese Wither-Skeleton und auch Blazes, die man auch braucht tatsächlich. Und wir haben das Achievement, dass wir in einer Nether-Festung sind. Nice. So, dann müssen wir uns jetzt hier erstmal... Also ich werde eh nicht zurückfinden. Mal gucken, wie ich das dann mache, wie ich das löse. Ich könnte eigentlich mir mal die Koordinaten notieren. Und zwar 184 und minus 92. So, schreibe ich mal hier in den Chat. Und dann weiß ich nämlich, wohin ich zurücklaufen muss, damit ich weiß, wo es hingeht. So, es gibt hier Kisten in der Nether-Festung, die sind ziemlich nice, die wollen wir auf jeden Fall auch looten und es gibt halt, wie gesagt, Spawner und so weiter. Und auch ein Nether-Slime, nee, wie heißen die Dinger? Magma-Slime, den kill ich, glaube ich, auch mal. So, zack, der kann nämlich auch Magma-Creme droppen, aber hat er jetzt nicht. So, wo laufe ich jetzt hin? Das ist alles hier ein bisschen... Ich glaube, hier geht es nicht wirklich weiter. Ich laufe lieber mal woanders hin. Also es gibt dann so Orte und so Abteilungen quasi, wo es super viele Kisten gibt, aber da müssen wir halt erstmal hinfinden irgendwie. Und auch die Spawner und so weiter, das müssen wir erstmal alles ja, rauskriegen, wo das ganze Zeug dann ist. Und dann können wir hier nämlich schön durchlooten. Und das Ganze ist halt, ja, ich weiß, es sieht halt alles so gleich aus. Da findet man sich echt kaum zurecht. Also ich finde, so in Minenschächten und so geht das immer noch, obwohl ich mich da ja schon verlaufe. Aber gerade so in Netherfestung, da bin ich komplett verloren teilweise. Ja, deswegen habe ich mir, wie gesagt, aber auch die Koordinaten aufgeschrieben. So, und es gibt halt leider auch so Abteilungen von Netherfestung, wo halt super lange nichts ist. So wie hier jetzt zum Beispiel. Ich laufe jetzt ewig lang rum und finde einfach gar nichts. Ist natürlich auch toll. So, okay. Also es ist natürlich auch ein bisschen blöd, dass das Ganze hier in dem Boden quasi ist. Also im Untergrund, dass es hier so umgeben ist von Blöcken. Weil sonst könnte man ja einfach von oben gucken, wo es dann irgendwie coolen Sachen gibt oder so weiter. Aber wir haben ja jetzt keine freie Sicht. Das ist halt wie eine Höhle im Endeffekt gerade. Und dahin geht's hoch. Ich glaube, von da bin ich gekommen. Ich könnte nochmal hier lang laufen. Oh, hier sieht's gut aus. Hier sieht's gut aus. So, und es gibt auch Netherwarzen hier. Die gibt's, glaube ich, auch nur in Netherfestung. Die können wir natürlich auch direkt mitnehmen. Das braucht man dann zum Brauen und so weiter. Und ich glaube, das hier sind jetzt... Ja, das hier ist auf jeden Fall schon mal diese Art von Gebilden, wo es dann auch Kisten gibt.
Und da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen rumlaufen und gucken, ob wir was finden. Ich hoffe, dass wir es finden. Weil hier gibt's nämlich auch Diamanten und Pferderüstung und sowas alles, so den ganzen nicen Scheiß. Und davon wollen wir natürlich möglichst viel haben, wenn es geht. Wir haben gerade Pferderüstung. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt Pferderüstung? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, wo geht's hier noch? Ah, hier haben wir jetzt endlich mal ein bisschen Blick. Und hier geht's auf jeden Fall gut weiter. Da würde ich sagen, hüpfen wir dann gleich auch mal rein. Ich gehe jetzt erstmal nochmal hier die Treppe runter. So, das mache ich mal woanders hin. Okay, hier geht's nicht wirklich weiter. Cool. Ich glaube, ich habe hier soweit alles abgeguckt. Dann buddeln wir uns jetzt nämlich einfach hier vorne mal rein. So. Gucken, was wir hier finden. Oder ist... Ach nee, das ist wieder Sonnengang. Oh nee, ich glaube, hier waren wir schon. Ich glaube, das war der, wo wir eben gewesen sind. Da unten war ich gleich auch schon. Oh, ihr seht schon, das ist ja wieder hier komplette Verirrung. Nee, von hier bin ich gekommen. Habe ich jetzt hier schon alles abgesucht? Könnte sein, oder? Ja, hier war ich doch schon. Ach, nö. Ich dachte, das ist hier ein guter Weg, aber so viel dazu. Naja. So, also wie gesagt, nächste Folge möchte ich gerne den Wither besiegen, aber dafür brauchen wir erstmal diese schwarzen Skelette. Ich komme doch von hier, oder nicht? Oder? Oder? Hier geht's. Ah, hier ist schon mal ein Blaze-Spawner, das ist schon mal gut. Können wir hier nämlich direkt mal ein paar Blazes killen, die uns dann hoffentlich Blaze-Rods geben. So, natürlich diesen Dingern immer dodgen, weil die zünden euch an und das ist super nervig. Jetzt haben wir schon mal einen Blaze, ich weiß gar nicht, wie viele wir brauchen. Damit kann man nämlich diese Verzauberungstische bauen, sondern diese Braustände, wo man dann halt Zaubertränke brauchen kann. Und die sind natürlich super praktisch. Und dementsprechend hätte ich mindestens so einen gerne. Und ich weiß, dass man die auch zum Verzaubern benutzen kann, zum Dingsen benutzen kann. Zum Zaubertränke brauen halt. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir erstmal so ein bisschen was mit. Solange ich hier nicht sterbe, ist ja alles gut. Wieso habe ich denn schon zwei Pfeile verloren? Habe ich schon... Ach ja, ich habe ja den Geist schon angeschossen. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen schlauer, wenn ich die einfach mit dem Bogen abschieße. So, was hat er nochmal? Power und Flame. Ja, okay, Flame bringt nicht so viel, weil im Nether die Viecher, die können ja alle nicht brennen. Aber Power 4 ist schon mal gut. Ich glaube, ich warte jetzt hier, bis noch einmal welche gespawnt sind. Dann suchen wir mal weiter nach coolen Sachen. Man könnte hier auch eine super einfache Farm tatsächlich draus bauen übrigens. Habe ich auch schon ein Tutorial zugemacht. Wenn euch das interessiert. So, erstmal den ganzen Dingern versuchen zu dodgen. Hat natürlich semi-gut geklappt. Kann ich hier runterspringen? Ja, okay. Oha, das hier sieht ja spannend aus, dieser Gang hier. Ich dachte gerade kurz, dass ich den schon gebaut habe. Also selber gebaut habe, weil der so menschengemacht aussieht quasi. Ich hätte vielleicht vorher was essen sollen, bevor ich hier wieder angreife. So. Jetzt haben wir 5 Stück und hier sind nochmal welche gespawnt. Die kill ich jetzt auch nochmal schnell. Gedodged. Zack. Und ja, okay, 6 Stück. Das müsste erstmal reichen, denke ich. So, wir haben ja nicht so viel. Oh, hier können wir auch mal kurz gucken. Ich glaube, ich springe hier sonst gleich mal nach unten und gucke ja mal, wo es hier weitergeht. Ich glaube, von da hinten sind wir nämlich gekommen, von der Lava. Hier geht's nach oben. Da geht's nach oben. Hier geht's auch nach oben. Ich hüpfe mal nach oben. Vielleicht gibt's hier was zu finden. Oh ja, hier, das sieht gut aus. Das hier ist ja... Hier waren wir noch nicht auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall auch noch so ein Spawner. Aber eigentlich haben wir schon genug, glaube ich. Ich weiß nämlich leider nicht genau, wie viel wir brauchen, aber ich denke, 6 müssen auf jeden Fall erstmal reichen. Zur Not gucke ich mal, ob da jetzt was gespawnt ist, nur ist nicht. Dann hüpfen wir mal weiter. Hier sind auf jeden Fall schon mal 2 Blaze-Spawner relativ dicht nebeneinander. Das ist schon mal gut. Können wir da später vielleicht echt eine kleine Farm hinbauen. Und ich glaube, von hier sind wir gekommen, oder? Ja, 184, 92. Von hier sind wir gekommen. Ich guck mal hier. Nee. Also es gibt, wie gesagt, das ist so total dumm gebaut eigentlich, dass es halt so manche Abteilungen gibt, wo es halt gar nichts gibt, so wie hier. Dann gibt es manche, wo halt die ganzen Kisten sind. Und da würde ich gerne hinfinden. So, waren wir hier schon? Ey, das ist alles ganz furchtbar gerade. Ich glaube, hier waren wir schon. Oh, hier ist ja einfach gar nichts. Nee, hier waren wir zwar noch nicht, aber hier ist auch nichts. Haben wir nichts verpasst zumindest. So, ich hätte natürlich auch meine andere Spitzhacke mitnehmen können und dann hätten wir hier mal mit Glück so ein bisschen Quarz abfarmen können. Aber ich glaube, gerade brauchen wir eh keinen Quarz. Nee, warte, von da kam ich. Hier war ich auch schon, dann müssen wir hier lang. Dann killen wir das Blaze hier gleich nochmal. Oder den Blaze, das Blaze, die Blaze. Oh, hier ist auch ein Nether-Skeleton. Ein Wither-Skeleton, oh, 2 sogar. Okay, dann halte ich mal ein bisschen Abstand, weil ich finde es immer so schwierig, dann zu deuten, wie viele Leben man noch hat. Bei den Viechern. Weil dann halt die Leben so schwarz sind wie da unten. Und der Hintergrund ist ja auch schwarz. Deswegen sieht man das halt nicht so gut. So, haben wir davon irgendwas Geiles bekommen? Nee. Aber gut zu wissen, dass hier... Oh, hier ist noch einer. Okay, hier ist, glaube ich, ein ganz guter Ort. Und jetzt müssen wir diese Schwarz-Skelette halt so lange töten, bis sie halt mal Köpfe droppen. Das ist ziemlich selten tatsächlich, aber was soll man machen? So, oh, hier sind nochmal 2, oh, ja, ja. Erstmal futtern, dann abschießen, dann zack. Oh, der Bogen ist ja actually richtig stark. Ich glaube, 2 Schüsse müssen reichen, das ist ja krass.
Der hat auch wieder nichts gedroppt. Also nichts. Er hat schon was gedroppt, aber halt kein Kopf. So, hier waren wir noch nicht. So, wie es auch. Hier sind nochmal zwei. Was ist denn hier los? Haben wir richtig Glück heute. Aber mit den Köpfen haben wir nicht so viel Glück, leider. So, droppt der einen Kopf? Nee, Kohle immerhin. Ja, nice, Kohle. Haben wir ja noch nicht genug oder so. Hier war ich doch eben schon. Eieiei. Okay. Ich glaube, wir brauchen mal eine bessere Taktik, um hier uns zurechtzufinden. Ich würde sagen, ich suche jetzt einfach nochmal ein bisschen. Das ist ja ultra langweilig hier, wenn ich mich die ganze Zeit verirre. Und wenn ich was finde, dann melde ich mich nochmal. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt aus der Festung wieder rausgelaufen, weil irgendwie gab es da wirklich nichts mehr. Also, ich habe echt nichts mehr gefunden. Und jetzt würde ich sagen, suchen wir einfach eine neue Festung. Und ich habe mal den Shader ausgemacht, weil das war halt schon ein bisschen schwierig, da irgendwas zu sehen. Und ich hoffe, wir finden jetzt einfach noch eine neue. Und da kann ich euch auch mal zeigen, wie man tatsächlich eine sucht. Weil das war jetzt ein bisschen langweilig vielleicht. Ja, was ich immer mache, ist eben den Shader aus, weil mit dem sieht man halt schon mal gar nicht so weit. Und dann laufe ich einfach rum und schaue einfach da, wo ich halt hingucken kann, ob ich da irgendwas finde. Weil meistens sind die ja sehr dunkel, oder beziehungsweise die Steine sind ja ziemlich viel dunkler als so der Rest. Und hier, von hier zum Beispiel, erkennt man relativ gut, dass da hinten eben die eine Festung ist. Nach sowas halten wir dann eben Mausschau. Obwohl die Festung halt, also keine Ahnung, ich bin in jeden Gang gelaufen, ich habe die auch extra markiert und so weiter. Aber da war halt nichts mehr, also keine Ahnung, vielleicht kommt auch nicht in jeder Festung immer so ein Bereich mit Kisten und so, weil, also Spawner hatten wir ja, also weiß ich nicht. Ja, mal gucken, ob wir hier irgendwas finden vielleicht. Ich hoffe, ich verirre mich auch nicht, aber zur Not habe ich ja eben noch die Koordinaten da aufgeschrieben. Am besten macht ihr auch eure Reichweite relativ hoch, weil dann ist da hinten eine? Oder sieht das nur so aus? Ich glaube, es sieht nur so aus. Es sieht so ein bisschen dunkel aus da vorne. Ja, wenn ihr die Reichweite halt höher habt, ne, dann könnt ihr halt weiter gucken und ist natürlich ziemlich nice. Da hinten war ich noch nie, deswegen lädt da die Lava jetzt erst nach. Ist auch ganz cool, wenn man sowas dann immer sieht. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal hier lang. Komme ich hier lang? Hier kann ich runterspringen auf jeden Fall. Das mache ich glaube ich auch. Wir müssen unbedingt nochmal die restlichen Verzauberungen bekommen auf unseren Schuhen, zum Beispiel Federfall und so. Das ist halt schon sehr, sehr geil, wenn man sowas hat. So, ich sehe schon, komm, ich laufe hier gleich irgendwie in Lava oder falle in so ein Loch rein oder sowas. Laggt auch ein bisschen tatsächlich, aber ich denke, solange wir nur suchen, ist das nicht so schlimm. Dann muss ich ja die ganze Zeit auch noch diese Wither-Skeleton farmen, bis ich dann drei Köpfe habe. Die sind halt tatsächlich selten. Das hätte ich mal googeln können eigentlich in der Zeit schnell, wie selten die eigentlich sind. Weil ich weiß, dass sie ultra selten sind, also man kriegt sie sehr schwierig, aber man kriegt sie halt. Also es ist jetzt nicht so 0,001% Wahrscheinlichkeit, sondern schon halt irgendwas Machbares quasi. Ist da hinten was? Nee, ich glaube nicht. Ich hätte hier natürlich jetzt auch richtig geil Quarz farmen können, ne? Aber das hätte zu lange aufgehalten, glaube ich, und noch brauche ich ja kein Quarz. Ich will irgendwann natürlich ein größeres Haus bauen und so weiter, aber aktuell wollen wir erstmal den Wither killen und dafür brauchen wir halt eine Festung, damit wir die Köpfe bekommen. So, mal gucken, was hier oben noch abgeht. Eigentlich, wie gesagt, sind die ziemlich häufig. Also ich finde meistens so 2-3 Stück, wenn ich mich einfach gerade ausbaue im Nether. Und hier hatten wir ja auch schon direkt eine am Spawn quasi oder am Höllenportal halt. Vielleicht laufe ich auch einfach echt gerade nur dumm in die falsche Richtung. Das kann natürlich auch sein. Ich hätte eigentlich auch Obsidian mitnehmen sollen. Dann hätten wir uns nämlich hier nochmal ein Höllenportal bauen können und gucken, wo wir dann rauskommen. Aber ich habe halt gedacht, dass die andere Nether-Festung halt ein bisschen größer ist. Oder halt zumindest, ne, dass man irgendwas da findet, aber außer die Blazes haben wir nicht wirklich viel da gefunden. Wurde aber tatsächlich ziemlich viele von den Skeletten. Ja, aber hat er leider noch nicht. Also guckt euch mal den Loot an, den ich da bekommen habe, das ist jetzt echt nicht so insane. 3 Kohle, ein bisschen Blaze-Powder. Das ist halt echt nicht so viel. Und hier hinten ist irgendwie auch nicht so viel Party. Obwohl man halt ziemlich weit gucken kann. Also müsste man ja theoretisch irgendwie so ein Stückchen von der Festung zumindest sehen können. Aber hier ist ja gar nichts. Irgendwie. So, wir gucken jetzt mal hier über den Hügel rüber, ob da noch was ist. Auch nicht so richtig, ne? Kann natürlich echt sein, dass ich einfach dumm in die falsche Richtung laufe, wo halt zufällig gerade nichts ist. Aber irgendwann werden wir schon einen finden. Ich glaube, ich mache jetzt wieder einen Cut und wenn ich eine gefunden habe, dann bin ich wieder da. Ich habe da hinten tatsächlich jetzt wieder eine Nether-Festung gefunden. Da vorne links jetzt am Rand. Da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen und dann hoffen wir mal, dass man da irgendwas Cooles holen kann. Denn das hat wieder ultra lag. Also ich nehme jetzt hier schon wieder über eine halbe Stunde auf. Und wirklich viel haben wir noch nicht gemacht. Wir sind da ein bisschen dumm rumgelaufen in der einen und jetzt haben wir hier die zweite gefunden.
wird gerade zurückgelegt. Shit, das war schon mal okay, knapp. Also ihr müsst dann immer schnell den Block da unter der Lava abbauen, weil dann fließt die Lava da rein und halt nicht zu euch hin. Habt ihr ja gerade gesehen, sonst wäre ich hier mit Lava zerflutet worden. Oder was auch immer. Und jetzt müssen wir da hinten irgendwie hinkommen. So, ist natürlich geil, dass ich mir hier den besten Weg ausgesucht habe, um da hinzukommen. Ich hätte auch einfach da über den Landweg laufen können. Ah, wobei, ich glaube doch nicht. So, wir bauen uns jetzt hier einfach mal an der Seite vorbei. Und wenn wir da sind, dann erkunden wir den ganzen Shit mal. So, das sieht doch schon mal nach was aus. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen größer, auf jeden Fall. Beziehungsweise sehen wir zumindest halt alles. Und hier ist es natürlich sehr viel einfacher zu sehen, wo halt wahrscheinlich dann noch ein bisschen was zu gucken ist. Und in der anderen, naja, es war ein bisschen schwierig, weil die ja so im Berg war. Und guck mal, ich wäre jetzt hier normalerweise einfach rübergesprungen, aber hier ist jetzt einfach direkt so ein Loch, wo man in die Lava wäre gefallen wäre. So. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns hier gleich mal irgendwo rein. Okay, da werde ich ja direkt begrüßt hier, ist ja wundervoll. Ich baue mich mal hier einfach rein. Dann laufen wir hier mal ein bisschen rum und gucken, was wir so finden. Hier sind schon mal direkt Netherwarzen. Die findet man dann immer bei diesen Treppen, die so nach oben gehen. Und die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Denn damit kann man schön Sachen enchanten. Ich sage immer enchanten. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Braun halt. Und ich muss mal ein bisschen drauf achten, dass wir hier die Spitzhacke nicht ganz verlieren, weil das wäre ein bisschen blöd. Ich habe nämlich keine andere dabei. So, und die Netherwarzen wachsen halt nur auf dem Soul Sand und deswegen nehme ich den natürlich auch mit. So, und dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Das hier sind dann so die Gänge, wo dann halt Truhen sein könnten, wobei hier natürlich auch wieder nichts ist. Ich hoffe, das ist nicht wieder so eine sparsame Festung, wo man wieder gar nichts findet. Das wäre natürlich ein bisschen affig. Ich glaube, ich nehme hier direkt noch ein paar Netherwarzen mit. Zack, zack, zack. Den Soul Sand können wir sonst auch woanders farmen. Den gibt es ja überall manchmal, aber die Netherwarzen halt nur in den Festungen. So. Und ich würde sagen, was gibt's hier so zu gucken? Da vorne ist ein Spawner, okay. Aber eigentlich haben wir schon genug. Wir müssen jetzt hier eigentlich nur rumlaufen und Kisten finden. Oder was heißt müssen, aber wir wollen jetzt hier erstmal nur rumlaufen und Kisten finden. Und vielleicht halt Nether-Skelette müssen wir... Wither-Skelette. Und da haben wir schon mal eine Kiste, aber auch direkt ein Blaze. Töte ich zuerst das Blaze, ich glaube ja, oder? Wobei, das will mich gar nicht töten, dann lasse ich es mal so. Eine Eisenpferderüstung ist auch ganz nett. Kann nicht schaden. So, und jetzt kommen wir wieder von der anderen Seite und jetzt killen wir es hoffentlich, jawohl. Und hat es was gedroppt? Nö, perfekt. So, eine Kiste hatten wir schon mal. Obwohl die jetzt nicht so insane war. Wobei, Pferderüstung ist immer gut. Ich weiß gar nicht, die kann man, glaube ich, nicht anders kriegen als aus Kisten. Also nicht nur in den Kisten, die halt in einer Netherfestung sind, klar, aber also an sich kann man sie, glaube ich, nur in Kisten kriegen und nicht irgendwie handeln oder sowas. Dementsprechend ist es natürlich immer sehr wertvoll, sowas zu haben. Wir schauen mal, was hier hinten noch ist. Hier hinter der Ecke ist bestimmt eine Kiste, oder? Ja, ist es sogar. Und, okay. War okay, ist jetzt aber nicht so nice gewesen, tatsächlich. Das waren alles so Sachen, die wir eigentlich schon haben. So eine Dia-Pferderüstung, das wäre noch geil. Das wäre richtig nice. So, was haben wir hier? Einen schönen Balkon. Cool. Gehen wir mal hier hoch, hier waren wir glaube ich auch noch nicht. Und hier ist wieder eine Kiste. Und drei Diamanten, okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Und eine Pferderüstung sogar aus Gold. Ja, damit kann man doch arbeiten auf jeden Fall. Hier ist noch ein Balkon. Gucken wir mal, was hier... Ich hätte auch vielleicht die Kisten abbauen sollen, weil dann... Wenn ich die jetzt wieder finde, denke ich nämlich wieder, oh, ich habe eine Kiste gefunden und dann ist sie schon leer. Okay, hier ist wieder gar nichts. Und so lauft ihr dann halt jetzt einfach rum und lootet halt alles, was ihr kriegen könnt. Am besten. Und wie gesagt, am besten Kisten abbauen, nicht, dass ihr dann die Kiste nochmal seht und denkt, oh, hier ist was und dann ist sie halt doch schon leer. Ich hol mir die mal eben. Und ich meine, Kisten sind ja sowieso immer worth. Kann man echt, also ich meine, Kisten ist sowas, was man eigentlich immer braucht. Immer hat man Items, die man irgendwo reintun muss. So, mal gucken, was hier, oder war ich hier schon? Ich glaube, ich war hier schon, oder? Hier ist doch um die Ecke eine Kiste, war das nicht so? Ja, genau, die haben wir schon. Gut, wo waren wir denn noch nicht? Wo waren wir denn noch nicht? Hier sind doch gar keine Nethers, Wither-Skelette tatsächlich irgendwie. Ich habe noch kein einziges hier gesehen. So, hier waren wir, glaube ich, auch überall schon. Hier mal um die Ecken, hier waren wir auf jeden Fall schon. Hier ist ja schon alles leer. Dann hüpfen wir mal hier entlang. Mal gucken, was es hier noch so zu finden gibt. Oh, hier sind schon mal Nether-Skelette. Wieso sag ich immer Nether-Skelette? So, da vorne sind auch welche. Und ich würde sagen, ich greife dann einfach mal an. Ich will natürlich nicht, dass sie in die Lava fallen, deswegen locke ich sie mal zu mir. Okay, das funktioniert schon mal ganz gut. Dann haue ich die einfach um hier. Okay, der ist jetzt ein bisschen blöd platziert, weil wie gesagt, ich will nicht, dass er runterfällt. Nachher droppt er einen Helm und einen Kopf und dann fällt er runter. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Und da hinten ist noch einer. Gucken, ob der jetzt zu mir kommt. Da hinten ist ein Blaze. Das müssen wir gleich zuerst killen, weil sonst nervt uns das Ding. Oh, ich treffe leider nicht. Okay, ich treffe gar nicht. Dann lassen wir das mal so. Hier, komm mal mit. Hier muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Das wäre natürlich auch blöd.
auch wieder nichts gedroppt, ist ja scheiße ein bisschen. Da vorne sind normale Skelette, das ist natürlich auch geil, weil von denen kriege ich dann ja Pfeile. Warum auch immer die in der Hölle spawnen, ich weiß es nicht, aber es geht schon länger. Und okay, das schmeiße ich dann einfach mal runter. So, zack. Das hier droppt jetzt Pfeile, hoffe ich, jawoll. Und da vorne sind wieder ein paar Nether-Skelette. Ich sage immer Nether-Skelette, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. So, und da vorne ist mir ein bisschen risky hinzuschießen, weil dann sind nachher die Pigmen böse auf mich. Das ist immer super ätzend. Ich glaube, ich baue auch demnächst hier mal die ganzen Spawner ab von den Blazes, weil das halt super nervig, wenn die hier die ganze Zeit rumlaufen und mich abschießen. Während ich hier versuche, die Nether-Skelette zu farmen. So, der hat wieder nichts gegeben, hinter mir kommt keiner, dann kill ich den hier mal. So, der dient mir jetzt als Schutzschild von den Blazes. Solange bis er tot ist zumindest. Okay, da oben mache ich auf jeden Fall den Spawn jetzt schon mal weg. Wobei komme ich da einfach so durch? Ne, das ist Lava am Weg. So, komm mal her hier. Wieso kommt der nicht her? Achso, der war gleich in der Lava und ist deswegen langsamer gegangen oder sowas. So, der hat auch wieder nichts gedroppt. Nicht so viel Glück bisher. Oder gar kein Glück eigentlich. Wir haben noch nichts bekommen. So, hier müsste dann ja auch irgendwo ein Blaze-Spawner sein, sonst würden hier nicht so viele Blazes sein. Den mache ich dann auch mal schnell kaputt. Ist hier oben drauf? Nö. Ist hier oben drauf? Ein richtiger Turm hier. Hier können wir eigentlich mal gucken, was so abgeht. Hier ist gar kein Spawner irgendwie. So, gibt's hier irgendwo noch Wither-Skelette? Oh. Okay, dahin sind auf jeden Fall Blazes, die mich abballern. Das ist natürlich auch nett. So, hier, das hier killen wir dann mal schnell und dann muss ich auf jeden Fall den anderen Spawner da hinten mal kaputt machen. Weil sonst werden die mich für immer nerven. Ich will hier jetzt eigentlich ganz in Ruhe erstmal ein paar von den Skeletten farmen, damit wir halt die Köpfe kriegen. Ich könnte auch da hinten nochmal kurz hinlaufen und gucken, ob es da was gibt. Es sind auch zwei Geister einfach, also das ist ja hier wieder spannend. Und 44 Pfeile, okay, wir haben erst 20 verschossen. Das geht eigentlich noch. Gibt es hier irgendwo? Oh, hier ist schon mal ein Blaze wieder. So, zack. Eigentlich sind die nicht so gefährlich, aber das Brennen ist halt super nervig. So, einfach mal den Spawner hier abbauen, so. Hier brauchen wir nämlich eh keinen Spawner. Normalerweise würde ich die halt nicht abbauen, weil wir halt eine Farm daraus bauen können. Aber ja, das ist so weit weg von meinem Lager. Hier werden wir eh nichts draus bauen. Und wir haben ja, wie gesagt, noch die anderen Spawner, die halt viel dichter sind. Von daher kann ich die hier lieber wegmachen, solange ich hier farme. Ja, ich glaube, hier gibt es erstmal nichts zu holen. Dann mache ich den anderen noch kaputt und dann würde ich hier erstmal ein paar von den Skeletten farmen. Bis ich eben drei Köpfe habe, weil mit drei Köpfen können wir uns dann den Wither machen und gegen den in der nächsten Folge kämpfen. Wobei ich euch wahrscheinlich... Oh, das sind vier Stück, das ist lecker. Wobei ich euch wahrscheinlich zeigen werde, wie man die ganz einfach töten kann, also den Wither. Da gibt es nämlich so einen Trick, der ist ziemlich cool und halt super sicher, also ihr könnt da gar nicht dran sterben eigentlich. Und das wäre natürlich cool, sowas zu zeigen, denke ich. So, zack, den hauen wir da mal runter. Eigentlich muss ich da... Oh, Junge, jetzt wird's hier aber spannend mit den ganzen Viechern. So, den hier haben wir auch schnell tot. Zack. Natürlich wieder nichts gegeben. Die hier können wir auch mal. Die können ja auch Magma-Creme droppen. Das ist auch eigentlich ganz cool zu haben. Tun sie natürlich aber nicht. So. Auch gekillt. Und dodgen. Nice. Ist natürlich blöd, dass sie fliegen können, weil sonst kann man sie nicht mal runterschmeißen. Weil so andere Mobs kann man halt einfach runterschmeißen, die Lava oder sowas, und dann nerven sie ja nicht mehr. Aber funktioniert leider bei den Blazes nicht so gut. So, und ich würde sagen, ich habe mal hier kurz mit... Ach, jetzt ist der hier natürlich genau im Weg und jetzt kann ich den nicht angreifen, weil ich ja rundum Schaden mache. Denn sind die Pigmen böse auf mich. So, und ich darf mich da nicht runterwerfen lassen in die Lava. Das wäre auch richtig uncool. So. Ist natürlich auch klar, dass dann genau hier so eine Lava-Quelle ist, die mir hier den Weg verbaut zu dem Spawner. Kann ich den nicht töten? Doch. So, schnell abbauen. Zack. Den hier dann noch killen. Den haben wir hier soweit, glaube ich, erstmal die ganzen Spawner zerstört. Wir können jetzt hier ganz in Ruhe die Wither-Skelette farmen und das mache ich jetzt auch. Und wenn ich einen Kopf kriege, dann melde ich mich. Ansonsten, ja, mal schauen, was ich hier noch finde. So, ich habe jetzt noch ein bisschen was gefarmt, allerdings habe ich nicht einen einzigen Kopf bekommen. Und ihr seht schon, ich habe nur noch drei Kartoffeln und sonst nichts mehr zu essen. Das bedeutet, ich kill jetzt nur noch mal die Nether-Skelette, die hier sind. Und dann, ja, die haben auch wieder nichts gegeben. Und dann muss ich leider wieder zurücklaufen. Und was noch dazu kommt, ist, dass ich heute leider gar nicht so viel Zeit habe. Das bedeutet, ich würde dann sonst gleich die Folge beenden, wenn ich hier nichts noch finde. Und dann werde ich halt, keine Ahnung, irgendwie offscreen oder so mal die ganzen Wither, jetzt kommen wir jetzt ganz verrückt, die ganzen Wither-Skelette jagen. Da vorne sind nochmal drei, die hole ich natürlich auch noch.
Nee, aber ich muss jetzt halt sonst, wie gesagt, schnell mal wieder Essen holen irgendwie. Weil wir haben nur noch 2 Kartoffeln und ich muss ja auch noch zurückfinden. So, die 3 kriegen wir hier noch. Und dann, wie gesagt, ansonsten, ihr müsst halt einfach mehr Glück haben als ich, dann funktioniert das auch. Ich habe schon voll viele gekillt und irgendwie nie irgendwas bekommen. Das ist krass, also ich habe schon, naja. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Witherskelett in die Kommentare. Oder nee, mach mal Hashtag Nether. Hashtag Nether ist, glaube ich, besser. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge, wo wir dann den Wither killen werden. Vorausgesetzt, ich finde dann hier irgendwann mal genug Köpfe. Und dann, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.